Der Booster. David Hasselhoffs Fahrgerät in Knight Rider hatte einen Turbo-Boost. Es gab Kirmes-Fahrgeräte, die den Namen Booster trugen. Und auch die Trägerraketen diverser Raumfahrtgeräte heißen Booster. Alles irgendwie 80er und schwindelerregend. Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr sich Patientinnen auch um die Aufklärung des sie behandelnden Arztes bemühen. Auch mir werden immer wieder Artikel, Studien, Rezepturen, erstaunliche Genesungsberichte und Hinweise auf die allerletzte Wahrheit zugespielt. Zuletzt stieß ich so auf Evidenz in Vernunft und Nachdenkseiten. Evidenz, Vernunft und Nachdenken. Begriffe, die man nicht achtlos am Wegesrand liegen lassen darf. Eine Patientin wünschte von mir einen Antikörpertest, um ihren Immunstatus zu dokumentieren. Es gebe Menschen, die schon immun seien und sie gehöre da bestimmt dazu und brauche sich deswegen nicht impfen zu lassen. Das habe ihr die Ärztin Frau Dr. Austernat zur Kenntnis gebracht. Kämpft man sich dann durch die Internetseite der diabetologischen Kollegin Austernat und die Stichworte Evidenz, Vernunft und Nachdenken. Und damit durch allerhand Mutmaßungen, Halbinformationen, Unterstellungen und die aufkommende Übelkeit, ja, beim Lesen erlitt ich tatsächlich körperliche Schmerzen, kommt man zum Eindruck, nicht in Deutschland, sondern in einer Willkürdiktatur zu leben und damit zum Kern des Austernatschen Anliegens. Durch ein glücklicherweise recht komplexes Verfahren will Kollegin Austernat dafür sorgen, dass jede Frau und jeder Mann zu einem amtlichen genesenen Status kommt. Auch ohne positiven PCR-Test. In dem ganzen schriftlich niedergelegten Geschwurbel richtet sie auch die Aufforderung an, Zitat, gebildete Ärzte und Apotheker mit Rückgrat, der Patientin gleich einen Immunitätsnachweis auszustellen. Gebildete Ärzte mit Rückgrat. Ja, gut, damit bin ich schon mal nicht gemeint. Ich bin grundsätzlich zwar für allerhand Rechtsbrüche zu haben, aber bitte außerhalb der Sprechstundenzeit. Ich klaue gerne Autos, wenn es für einen guten Zweck ist. Habe aber noch nie Gefälligkeitsgutachten ausgestellt. Ehrlich. Das mit dem Antikörpertest ist natürlich eine schwierige Sache. Damit kann man im Moment nicht sehr viel beweisen. Es gibt keine klaren Grenzwerte, wie zum Beispiel bei Hepatitis B. Und die eigene Immunitätslage wird darüber einfach ungenügend abgebildet. Das muss man dann aber eben anderswo nachlesen. Und nochmal zur Sache. In ihrem Interview auf den Nachdenkseiten weist Kollegin Austernat darauf hin, dass im Jahresdurchschnitt nur 4% der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt seien. Zitat, bekanntermaßen war ja nie eine Überlastung der Krankenhäuser oder Intensivbetten gegeben, wie man weiß. Im Jahresdurchschnitt lag die Intensivbettenbelegung laut Bundesgesundheitsministerium durch Corona-Patienten bei knapp 4%. Und die Zahl stimmt. Nimmt man den Durchschnitt der Intensivbelegungen durch Corona-Patienten der letzten 100 Jahre weltweit, wird die Zahl kaum noch nachweisbar. Bezogen auf das Universum ist Corona wirklich unbedeutend. Ein Umstand, auf den die Deutsche Krankenhausgesellschaft in ihrem letzten Bulletin auch extra nicht hingewiesen hat. Da ging es eher darum, dass immer weniger Intensivplätze zur Verfügung stehen, weil es keine ausgebildeten Pflegekräfte mehr gibt, die sich das antun wollen. Übrigens, bei diesem Thema würde ich auch Autos während der Sprechstunde klauen. Ein wirkliches Argument gegen das Impfen findet sich in allen Texten der Kollegin Austernat nicht. Aber da fragt man vielleicht am besten mal Josua Kimmich, Sarah Wagenknecht oder Lukas Podolski. Warum eigentlich die ganze Bedeutungshuberei, um einen genesenen Nachweis zu fälschen? Ich kenne Leute, die den genesenen Nachweis auch so fälschen. Ohne Evidenz, Vernunft und Nachdenken, einfach gegen Kohle. Es gibt sogar schon einen Impfausweis für Adolf Hitler. Und demnächst bekommt Adolf ganz sicher auch einen Booster. So. Ja.